Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um den Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und heute ist das Thema analoge und digitale Servicegleise. Mehr dazu nach dem Intro. Analoge und digitale Servicegleise, was meint er denn jetzt schon wieder damit? Ganz einfach, ich beservice ja auch meine Loks, das heißt, ich warte die oder digitalisiere die, baue die um, wie auch immer. Und dazu habe ich immer eine kleine Teststrecke gehabt, eine analoge, um die halt warm zu fahren und später dann umgebaut auf digital oder umgestöpselt auf digital, um sie zu programmieren. Und genau da, das möchte ich halt, diese beiden Gleise möchte ich halt auf meine Anlage integrieren, weil ich das nicht mehr aufbauen möchte, sondern soll einfach schon vorhanden sein und wenn ich es brauche, nutze ich sie halt. Dadurch, dass ich aber keinen Platz habe, um im Kreis zu fahren, habe ich mir gesagt, na gut, dann machst du halt eine Strecke. Die geht zwar auch mal um die Kurve, aber im Grunde ist es eine Gerade und die könnte ich dann jetzt hier mit dem Trafo rechts und links rumfahren. Da ich aber ein bequemer Mensch bin, habe ich mir eine Pendelautomatik eingebaut und habe das Ganze auch noch umschaltbar gemacht. Also ich kann es mir aussuchen, ob ich mit dem Trafo fahre oder zum Warmfahren die Pendelautomatik einschalte, dass die Lok dann von selber warm fährt. Und wenn sie dann mal warm ist und digitalisiert ist, dann würde ich sie auch gerne programmieren wollen oder vielleicht auch sogar später einmessen wollen. Und deshalb habe ich mir eine separate Einmessstrecke gebaut. Eine einfache Gerade, ungefähr 2,10 Meter lang. Im Einmessmodus sind es 3 Belegtabschnitte, die ich dann nutzen werde. Und im Programmiermodus werde ich einen dieser Abschnitte umschalten, dass ich nicht immer die Lok abnehmen muss, auf Programmiergleis stellen muss, programmieren und dann wieder neu aufgleisen. Das habe ich mir geschenkt, deshalb habe ich einen Abschnitt da separiert. Ja, und das ist eigentlich für die Standardsloks, wird dort alles funktionieren. Aber was ist, wenn es mal einen Triebwagen gibt und die mal was länger werden oder aus welchen Gründen ich auch mal komplette Züge einmessen muss, dann kann es vielleicht doch sinnvoll sein, extern mal ein Gleis zu nutzen oder vielleicht dann doch nochmal das alte Oval rauszuholen, wie auch immer. Und deshalb habe ich mir dann als drittes Schmankerl dann die Servicegleise auch noch umschaltbar auf die externe Schnittstelle gelegt. Jetzt habe ich viel gequatscht, jetzt wisst ihr, worum es geht. Ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Film sehen wir uns dann wieder. Okay, dann will ich euch jetzt erstmal abholen, was ich überhaupt mit Servicegleis meine. Diejenigen von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, dass ich bei den Digitalisierungs- oder Wartungsarbeiten immer ein Test- und Prüfgleis angeschlossen habe. Und das ist ja jetzt so der aktuelle Stand des Baus und man sieht, da habe ich nachher nicht mehr so viel Platz, ne, wo ich dieses Test- und Prüfgleis anschließen kann, vielleicht später extern noch anzuschließen. Und was genau meine ich jetzt halt mit den Servicegleisen? Ja, ich möchte die Funktion einfach übernehmen. Also das heißt, wenn ich eine analoge Lok bekomme, dann will ich die mal austesten, muss die warm fahren, bevor ich sie dann später, wenn sie digitalisiert ist, dann auch programmieren muss und kann. Und genau deshalb baue ich mir hier 2 Arten von Gleisen auf. Einmal eine analoge Teststrecke, die wird hier hinkommen. Und nicht genug, dass ich nur das Trafo jetzt anschließe und hier immer manuell von rechts nach links fahren kann. Das hätte ich gerne auch automatisiert, weil ich habe halt keine Lust mit dem Trafo rechts und links immer hinzufahren. Und deshalb baue ich hier auch eine Wendezugsteuerung oder eine Wendezugautomatik ein. Ja, letztendlich funktioniert es halt so, es gibt 2 Bahnhöfe jeweils an den Enden einer Strecke. Und hier gibt es quasi die Fahrstrecke und Ziel ist es, dass eine Lok von hier nach hier automatisch immer hin und her pendelt, um sich einfach warm zu fahren. Neben der Analoge wird es auch noch ein Einmessgleis geben. Das Einmessgleis ist dann hier positioniert. Und das ist im Grunde nichts anderes wie zum Einmessen. Es ist eine Strecke mit 3 Belegtabschnitten. Und das Besondere hier dran wird sein, deshalb hat das hier auch eine andere Farbe.
dass ich diesen Gleisabschnitt umschalten kann, entweder als normales Meldegleis, damit ich die Einmessung machen kann, oder aber auch umschalten kann als Programmiergleis. Der Vorteil ist, ich brauche die Loks dazu nicht immer abzuheben, sondern ich fahre einfach in die Strecke, schalte um, kann programmieren und dann kann ich wieder umschalten und mit der Einmessung fortfahren. Ja, das sind also jetzt quasi die beiden Servicegleise, die die alte Teststrecke ablösen sollen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir auch gedacht, naja, vielleicht braucht man die alte Teststrecke doch nochmal. Und ich blende mal gerade ein hier. Ihr kennt ja hier diese Schnittstellen, die ich hier eingebaut habe. Und hier gibt es ja noch eine vierte offene. Und hier werde ich dann den externen Anschluss noch machen, indem ich die Analogspannung, die normale digitale Fahrspannung oder aber auch das Programmiergleis ausführen werde. Ja, das ist das, was euch jetzt hier erwartet. Ja, und beginnen werde ich jetzt hier erstmal mit der analogen Teststrecke. Die analoge Teststrecke, die hat wie gesagt vier Abschnitte, jeweils einen Bahnhof. Und dann ist es aufgrund der Länge des Gleises, gibt es hier zwei verschiedene Einspeisungen, einmal hier und einmal hier. Die werden aber nachher dann zusammengefasst werden. Hier sind sie farblich ein wenig anders dargestellt. Und jetzt verlege ich erstmal die Gleise und dann sehen wir uns zum Aufbau von der analogen Teststrecke erstmal wieder. So, nach der Theorie folgt die Praxis. Ich habe hier also jetzt diese vier Gleisstücke schon vorbereitet. Hier ist auch noch eins, da hinten liegt noch eins. Die vier liegen jetzt da, die verlegen wir jetzt. Dann schauen wir uns im Zeitraffer an und dann schauen wir, was hier vorne noch so passiert. Ja, die Gleise sind verlegt. Hier ist die analoge Teststrecke, die hier einmal ringsrum geht und hier vorne wieder endet, so dass man immer hin und her pendeln kann. Und hier auch das Testgleis, das Einmessgleis, das digitale, das liegt auch schon. Ja, so, jetzt mal eine andere Perspektive auf diese beiden Gleise. Also das hier ist das analoge Gleis und ihr seht, hier habe ich einen Aufgleiser eingebaut, genauso wie an der digitalen Einmessstrecke auch einen Aufgleiser. Damit spare ich mir quasi hier dieses manuelle Ding. Ich weiß nicht, ich brauche solche Dinger immer. Ich bin da ein wenig zippelig und ungeschickt. Von daher kann ich mir so ganz gut helfen damit. Hier kann man jetzt eine Brücke sehen. Das ist die Brücke für die analoge Teststrecke. Die analoge Teststrecke, hatte ich ja vorhin gesagt, bestand aus vier Gleisabschnitten, die alle jetzt hier aufgelegt werden. Oder aufgelegt wurden und letztendlich das eine Ende, was nachher zur Umschaltung läuft, ist das hier. Wie das genau aufgebaut ist, das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Letztendlich werde ich den Umschalter für die analoge Strecke, aber auch die Umschaltung zwischen Programmiergleis und Einmessgleis bedarf auch einer kleinen Elektronik. Da nutze ich dann halt Standardelektronik und diese Standardelektronik, die werde ich dann später hier platzieren und zwar in einem Gehäuse und dann ist das wunderschön dort integriert und dann kann man anschließend hier mit Kippschaltern umstellen, so wie man es halt braucht und möchte. Ja. Da gucken wir uns jetzt mal noch mal ein bisschen genauer die Pendelzugautomatik von Hartronic oder H-Tronic oder wie es auch immer heißen mag an. Und wie ich denn hier die Brücke aufgebaut habe. Gut, dann komme ich mal zu der Pendelzugautomatik. Ich verwende hier die Pendelzugsteuerung von Hartronic. Und warum habe ich mich für Hartronic entschieden? Eigentlich aus zwei Gründen. Hartronic ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen und es produziert in eigenen Landen. Und zum anderen bietet mir dieser Regler eine stufenlose Umschaltzeit und zwar um die 8 Sekunden rum. Und so wird dann die Maschine schön gleichmäßig in beide Richtungen warm gefahren. Das reicht mir für meine Zwecke hier vollkommen aus. Ja, was ich auch noch gut fand, weil die Bedienungsanleitung stand zum Download, bevor man das Produkt kaufte, zur Verfügung. Da konnte man ein bisschen schauen, wie es aussieht. Ist der einfache Aufbau. Der ist hier nochmal sehr genau beschrieben.
Das heißt, hier gibt es letztendlich drei Abschnitte, Bahnhof A, das Fahrgleis und Bahnhof B. Hier werden Dioden eingebaut und hier die beiden Kabel, die werden an die Steuerung angeschlossen. Und für diejenigen, die so wie ich sehr gerne einfach nur es möglichst einfach haben, gibt es auch einfach nur ein Bildmaterial. Das ist auch nochmal beschrieben, wie angeschlossen wird. Das Schöne ist, man kann mittels Schalter umschalten. Einen Schalter muss man sich noch dazu kaufen. Aber man kann letztendlich zwischen dem Analogbetrieb, das heißt zwischen dem manuellen Reglerbetrieb und der Pendelautomatik umschalten. Und das fand ich sehr charmant, für meine Zwecke alle Male ausreichend. Ja, dann gucken wir mal, wie ich das jetzt in meinem Fall anschließen werde. Das ist also quasi das Anschlussschema, wie die beiden Kabel später hier dran geschlossen werden. Das ist ja dann zum Schluss hier auf der letzten Seite beschrieben. Aber jetzt machen wir erstmal den Teil hier und Bezug auf dem, wie es jetzt bei mir aussieht. Gut, dazu nehme ich euch mal was vor. Da ist nochmal ein Anschlussschema. So, bei mir habe ich jetzt quasi ein U liegen als Gleis. So. Und habe im Grunde dieses U in vier Abschnitten geteilt. Ich habe auch das Gleis wie immer beidseitig getrennt. Ne? Deshalb mache ich jetzt mal hier einen Anschluss in Schwarz. Mache ich mal hier. Genauso wie hier. Hier. Und hier. Und dann habe ich auch einen roten Anschluss. Also sprich das Plus. Das habe ich dann hier. Da. Und da. So. Wie man das jetzt hier sieht, ist die Plusseite komplett gebrückt. Das heißt, hier werden alle die Stränge irgendwie zusammengeführt. Dann werden die gebrückt. Hier genauso. Von hier nach hier, von hier nach hier. Und dann kommt der Teil, wird dann hier angeschlossen. So. Dann haben wir die eine Seite schon mal abgekaspert. Und die andere Seite. Die beiden hier, es gibt ja drei Abschnitte, 1, 2, 3. Das dann beispielsweise hier war das in der Beschreibung der Bahnhof A, das ist Bahnhof B und das hier ist dann quasi die Verbindungsstrecke C, so steht es auch in der Beschreibung drin. Und meine Verbindungsstrecke C ist jetzt dieser Bogen hier und dieser Bogen hat halt zwei Anschlüsse. Also verbinden wir die auch erstmal. So, der kommt hier hin, der wird hier angeschlossen. Ich direkt mal so. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir den Bahnhof anschließen. Und das sind ja hier quasi Dioden, die reinkommen. Die sind übrigens im Lieferumfang direkt mit drin. Und die werden quasi letztendlich hier zwischen, geschaltet. Ne? So, also in dem Fall muss man nicht wundern, das ist halt umgekehrt, wird halt so rum eingebaut. Und das ist jetzt die Strecke, das ist jetzt Bahnhof A, die wird halt so rum eingebaut. Ja, man sieht ja, das geht ja alles in eine Richtung, das geht ja genauso in eine Richtung. Also da wird die Diode eingebaut. So, jetzt habe ich ganz viele bunte Striche gemacht. Wie mache ich das jetzt in der Praxis? Da habe ich mir eben diesen, ich nenne es mal Kabelübergang gemacht. Das sind halt ganz normale Radioklemmen. Hier baue ich mir jetzt meine Dioden noch ein. Ja, die kommen da jetzt noch so als Brücken noch rein. Und dann kommt jeweils die Kabel, die werden dann hier angeschlossen. Das wäre dann beispielsweise Bahnhof A. Das sind dann Mittlerteile, die C-Teile in der Mitte und das wäre Bahnhof B. Und vom mittleren Teil nehme ich dann nochmal ein Kabel. Das ist dann quasi das Kabel, was hier oben rausgeht. Gut, dann bauen wir das jetzt mal ein bisschen ein. Ja, so sieht's aus. Wenn das Teil jetzt hier verbaut ist, da sind also jetzt alle Gleise aufgelegt und hier in der Mitte, das war das vorhin, wo ich gesagt habe, da springe ich dann zum Steuergerät. Das ist das Kabel, was hier in der Mitte angeschlossen wurde. Das geht jetzt da dran und dann kommt vom Trafo selber, der Kollege ist dann ein bisschen weiter oben, so. Vom Trafo selber kommt dann der Regelanschluss, der kommt hier dran und auch die Stromversorgung, die kommt auch hier dran, deshalb sind es hier dann sechs Klemmen, ne? Einmal hier und dann jeweils die vier noch
Das war's. Dann werde ich jetzt noch ein Gehäuse hier hinsetzen, die Platine dort einbauen, da kommt ein Schalter noch drauf, damit ich eben die Pendelstrecke ein- oder ausschalten kann. Gut, ist der nächste Schritt. Bis später. Okay, dann schauen wir uns als nächstes mal an, wie ich die Komponenten, die ich hier benutze, verschalten werde. Da nehme ich euch auch Schritt für Schritt mit. Was sehen wir denn hier überhaupt? Ich hole euch mal ab. Also erstmal sind wir hier, das ist die analoge Teststrecke symbolisch dargestellt und das ist das eine Einmessgleis auf der linken Seite, was ich vorhin gezeigt habe. Also der linke Belegabschnitt, der umgeschaltet werden soll zwischen entweder einem benutzten Belegmeldeabschnitt oder zwischen dem Programmiergleis. Gut. Was verwende ich davon? Vorhin hatte ich ja schon gesagt, hier kommt die Pendelzugautomatik jetzt von Hartronic. Das ist das Teil, das wird hier hinkommen. Und hier gibt es jetzt die andere Elektronik. Das ist ein bistabiler Umschalter bzw. von der Firma Schönwitz, dieser universelle Fernschalter. Das ist quasi ein bistabiles Relais, was ich umschalten kann. Und das setze ich dann hier ein. Das sind also quasi zwei Wechselpole. Die hatte ich ja auch hier mal dargestellt, die ich hier einsetzen werde. Ja, hier gibt es noch ein bisschen Elektronik und zwar, weil ich hier Schalter einsetzen werde. Das sind Kippschalter, die ich hier verwenden werde, an der Stelle hier und hier. Und diese Kippschalter steuern dann entweder die jeweilige Elektronik an. Und damit ich weiß, wie die Schaltung gerade ist, baue ich mir hier noch eine Leuchtdiode ein mit entsprechendem Vorwiderstand. Und da es hier eingespeist wird mit Mischspannung bzw. Wechselspannung, kommt hier gegenüber der Diode noch eine Schutzdiode ein, eine von den beiden. So. Und das Ganze wird auf der anderen Seite auch stattfinden. Dann gibt es hier Klemmen, die werde ich hier einsetzen. Diese Klemmen, die kennen wir schon. Und warum setze ich hier jetzt wieder Klemmen ein? Weil das Ganze, die ganze Elektronik wird in einem Gehäuse verschwinden. Mal grob so dargestellt, wie ich mir das gedacht habe. Hier kommt die dann letztendlich rein mit den ganzen Klemmen. Die kommen dann hier auf der Seite und dann letztendlich hier. Die muss ich noch ein bisschen modifizieren, die Dose, dass es so passt. Aber man sieht, Verschwindibus, da kommt die ganze Elektronik dann letztendlich rein und hier kommen die Schalter drauf. Ja, das ist dann symbolisiert hier mit diesen Strichen, dass das Ganze in einem Gehäuse ist. So, und dann schauen wir uns doch mal jetzt an, wie ich das Ganze verschalten werde. Ja, dann fangen wir mal an und zwar hier den Trafo. Da habe ich ja den ganz normalen Trix-Trafo. Der hat zwei Ausgänge und zwar einmal den regelbaren Fahrstromausgang, der halt mit dem Drehregler gesteuert wird und einmal die Versorgungsspannung. So, bei der Versorgungsspannung ist es halt so, das ist ein Schaltnetzteil und da hinten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt wirklich eine Wechselspannung rauskommt. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass keine reine Gleichspannung rauskommen wird, sondern eher eine Mischspannung. Zumindest funktioniert mein Messgerät so. Und das ist dann auch der Grund, warum ich bei dieser Leuchtdiode und auch auf der anderen Seite hier eine Schutzdiode einfach einbaue, damit ich halt die negativen Flanken abfangen kann und der Leuchtdiode halt nichts passiert. Das ist einfach alles. Ja, wie gehen wir am besten erstmal vor? Am besten, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass der Trafo beide Elektroniken versorgen wird. Das bezieht sich allerdings nur auf die Versorgungsspannung, die notwendig ist, damit die Elektronik funktioniert. Versorgen wird hier allerdings die Gleisabschnitte, den digitalen Abschnitt, die werden nicht über das Trafo versorgt, sondern über die Belegmeldung bzw. von der DR 5000. Ja, so, das heißt, als erstes verdrahten wir jetzt mal hier die Versorgungsspannung. So, also die Versorgungsspannung von dem Trafo, die führen wir jetzt erstmal über die Klemme ins Gehäuse und diese Spannung, die brauchen wir zum Anschluss oder zur Versorgung aller Elektronik, die da drin ist. Machen wir es erstmal ganz einfach, dann versorgen wir jetzt erstmal die Beleuchtungen, die dann hier über die jeweiligen Schalter bzw. Wechsler erfolgen. Warum ich an der Stelle einen Schalter und hier an der Stelle einen Wechsler einfüge, da komme ich später noch zu. So, damit haben wir schon mal die Versorgung für die Dioden, für die Anzeigen hergestellt. Ne? Also wenn ich hier den Schalter betätige, dann wird die Leuchtdiode leuchten
Und dadurch, dass das ein zweipoliger ist, weiß ich halt, dass auch der Kontakt geschlossen ist. Und das Gleiche funktioniert auch auf der Seite hier mit dem Wechsler. Wenn der Wechsler betätigt wird, dann legt er um. Dann wird die Leuchtdiode hier leuchten und ich weiß, dass genau dann auch der andere Anschluss dort kontaktiert wurde. Ja, dann schließe ich doch jetzt als erstmal die Pendelzugautomatik an. So, Pendelzugautomatik anschließen ist relativ simpel. Die zwei, die vom Fahrregler kommen, die würden auch hier auf einen entsprechenden Anschluss aufgelegt. Damit habe ich die Möglichkeit, über den Fahrregler ganz normal die analoge Teststrecke zu betreiben. Das heißt, ich drehe den Fahrspannung auf, dann wird sich hier was tun. Ich drehe sie runter, dann bleibt die Lok halt stehen. Und hier über diesen Anschluss aktiviere ich quasi die Pendelzugautomatik, die dann das Umschalten dann eigenständig vornimmt. Und damit die aktiviert ist, schalte ich hier den Schalter an. Das heißt, die LED wird leuchten. Da weiß ich, der Schalter ist geschlossen und die Pendelzugautomatik ist aktiviert. Und jetzt wird die Lok automatisch von rechts nach links fahren. Und dann kann ich sie auch wieder abstellen. Wenn ich sie wieder manuell drehen will, da brauche ich nur den Schalter wieder umlegen. Gut, dann schauen wir uns als nächstes nochmal den Umschalter an zwischen dem ganz normalen Belegmeldeabschnitt und dem Programmiergleis. Ja, dann schauen wir uns mal gerade den Zwischenstand an. Wenn ich die Elektronik einschalte, dann gibt es eine Vorbelegung. Und zwar die Vorbelegung sieht vor, dass das Gleis oder dass dieser Gleisabschnitt ganz normal als Belegtabschnitt genutzt wird. Das ist hier das Kabel, was vom Belegmelder kommt. Und das wird hier einmal, kommt es hier über eine Kreuzung, nicht wundern. Das liegt einfach daran, dass der eine Pol über den Schalter geführt wird und der über den Schalter. Deshalb gibt es hier gleich eine Kreuzung. Und dann gibt es hier ab zum digitalen Gleisabschnitt. Und hier ist die Elektronik, die quasi dieses Relais steuert. Das ist halt ein bistabiler Umschalter. Die Elektronik wird intern versorgt, deshalb brauche ich hier einfach nur einen Kontakt herzustellen. Und so schalte ich dann quasi beim Einschalten, liegt der Kontakt hier und dann ist automatisch die Strecke hier so geschaltet. Und deshalb leuchtet hier auch nichts. Dann male ich jetzt mal zu Ende. So, und wenn ich jetzt den Schalter betätige, dann geht hier die LED an. Hier wird der andere Ausgang aktiviert. Damit schaltet hier das Relais um und dann ist diese Strecke hier umgeschaltet. Und zwar dann wird das Programmiergleis eingeschaltet und hier quasi durchgeschliffen. Ja, das ist die ganze Kunst, wie ich die beiden digitalen Gleise auf den jeweiligen Abschnitt dann schalte. Gut, dann baue ich mir jetzt als nächstes mal diese kleine Box hier auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so sieht also jetzt hier die kleine Box aus. Auf der rechten Seite habe ich die Elektronik als fertiger Baustein von Hartronic, die mir für die Wendezugsteuerung dient. Auf der anderen Seite habe ich den Fernschalter von Schönwitz, auch als fertige Komponente. Hier ist ein zweipoliger Wechsler dran, den ich ansteuere. Und dieser zweipolige Wechsler, der schaltet mir halt mein Digitalgleis. Ansteuern werde ich die Elektronik jeweils über auch einen zweipoligen Wechsler, wobei ein Pol des Wechslers nur die jeweilige Elektronik steuert und der jeweilige andere Wechsler dient einfach nur der Anzeige, sprich der Ansteuerung der LED. Die sind hier die beiden und darunter ist die Platine, wo dann die Schutzdiode und der Vorwiderstand ist. So, dann bauen wir die ganze jetzt mal zusammen. Cool. Dann werden wir als nächstes mal einen Funktionstest machen. Ja, dann wollen wir den Kram mal testen hier, die Umschaltbox. Die Schalter stehen alle in der Stellung 1 und Stellung 1 bedeutet
Standardeinstellung, also so wie es ist im Einschaltezustand. Und für den analogen Teil jetzt hier die gelbe Ludmilla bedeutet die Standardeinstellung, dass ich mit dem Trafo regeln kann. Dann machen wir das einfach mal. Jetzt mal eben Vollgas, damit das mal nicht so lange dauert hier. Wieder zurück, Marsch. Seht ihr, und hier kann ich halt mit Trafo hin und her, so wie ich es gerne haben möchte, steuern. Und jetzt kann ich die Pendelautomatik einstellen, indem ich dann den Schalter auf 2 stelle. Nur in der Schalterstellung 2 geht auch hier das Licht an, damit ich halt weiß, es ist die Pendelautomatik. So, und an der Stelle sollte das Ding jetzt gleich automatisch fahren. Ihr seht, da packt also niemand hier den Trafo an. Das Ding fährt jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag immer hin und her. Ja, das ist also jetzt quasi die Umschaltbox für den analogen Teil. Und da gucken wir uns als nächstes mal die Umschaltbox für den digitalen Teil an. Was passiert denn da? Gut, dann schauen wir uns mal die digitale Strecke an. Die ist auf dem Rechner hier unten dargestellt, das Einmess- und Programmiergleis. Die Einmessstrecke besteht aus 3 Belegmeldeabschnitten und die Umschaltung auf das Programmiergleis bezieht sich ausschließlich hier auf den linken Abschnitt. Der wird dann halt von der Belegmeldung umgeschaltet auf als Programmiergleis. Gut, dann holen wir als erstes mal die Lok ins Bild. Steht schon ein bisschen da, lassen wir sie mal reinfahren. Und lassen wir sie jetzt einfach mal, da kann man es am Rechner sehen, über die Abschnitte rauschen. Dann sieht man schon mal, dass die Belegabschnitte funktionieren. Das scheint einwandfrei der Fall zu sein. Wir sind im 3. Abschnitt, jetzt kommen wir mal wieder zurück. Jetzt sind wir wieder im 2. Abschnitt. Gut, und jetzt haben wir den 1. auch schon wieder erreicht. Jetzt gehen wir mal an die Programmierung. Die schalte ich einfach ein, indem ich hier den Schalter auf Stellung 2 bringe. In Stellung 2 wird dann auch durch eine LED angezeigt, dass das Programmiergleis aktiviert ist, sodass man es direkt auch per Sicht wahrnehmen kann. Auf dem Rechner sieht man jetzt, dass der Belegabschnitt mit der Lok nicht mehr aktiv ist. Dann holen wir uns mal den Programmer raus und dann lese ich die Lok einfach mal aus. Und man sieht, dass sie ein bisschen ruckelt, wie sie es üblicherweise beim Programmieren oder Auslesen auch macht. Man kann es jetzt auch noch anders ausprobieren. Ich lasse den Programmer jetzt mal da stehen. Würde ich jetzt wieder umschalten beispielsweise, dann sehe ich auf dem Rechner A, dass die Belegmeldung wieder aktiviert ist. Und wenn ich jetzt den Programmer drucken würde, dann müsste ich nach Adam Ries und Eva Zwerg auch beim Auslesen auf eine Fehlermeldung kommen. Genau, das ist auch der Fall. Das heißt, die Umschaltung zwischen Belegabschnitt und Programmiergleis funktioniert auch einwandfrei. Ja, prima. Also die Umschaltbox für den analogen und den digitalen Gleisabschnitt scheint ja zu funktionieren. Bin schon mal sehr zufrieden und vor allem wird das auch für den Standardfall für Lokomotiven oder kleine Triebwagen vollkommen ausreichend sein. Aber das ist halt das Stichwort, was mache ich denn, wenn die Triebwagen größer werden und ich halt vielleicht für den Teil nicht auskomme? Ja, und dann habe ich mir halt überlegt, nimmst du halt einen Belegabschnitt und das Programmiergleis und die analoge Strecke, die führst du am besten irgendwie nach außen. Denn wie der ein oder andere weiß, habe ich ja hier hinten noch ein paar Schnittstellen im Angebot. Da sind sie und die oberste ist noch nicht belegt. Und genau für den Zweck ist die auch gedacht, dass ich dann eben die Steuerung nach außen legen kann. Und genau das mache ich jetzt. Ja, die 4. Buchse werde ich mit so einer DC-Buchse belegen. Das Modul wird da einfach eingeklipst. Hier hinten kommt an den Lötfaden entsprechend Kabel dran. Und das andere Ende von dem Kabel hier geht dann auf den Umschalter. Den zeige ich euch gleich noch. Und ja, der externe Anschluss wird einfach mit so einem vorgefertigten Kabel wird hier angesteckt. Und dann kann an diesem auf der anderen Seite dann halt
das Gleis oder der Testkreis, was auch immer, angeschlossen werden und mit der ganz normalen Steuerung, die ich hier verbaut habe, dann auch gesteuert werden. Wahlweise digital oder auch analog. Gut, dann baue ich die jetzt erstmal ein, verlege das Kabel und dann schauen wir uns den Umschalter an. Letztendlich wird das hier so ein Drehschalter sein mit vier Positionen, der in Summe dreipolig ist. Und tatsächlich brauche ich auch nur eigentlich einen zweipoligen, aber ich habe halt keinen bekommen, anderen mit vier Raster, also mit vier Einstellungen. Letztendlich wird es so sein, dass ich das analoge Gleis, das normale DCC-Gleis, also und auch das Programmiergleis auf diesen Schalter führen werde. Und von dort aus geht es dann raus, wahlweise, was ich eingestellt habe, an die externe Schnittstelle. Das ist die ganze Kunst. Und das kann man mit so einem Schalter ganz gut machen, weil es gibt halt ein Grundprinzip. Erst öffnen die Öffner, dann schließen die Schließer. Das heißt, es kann niemals zu einem Schluss unter den unterschiedlichen Spannungen kommen, weil immer erst der Kontakt geöffnet wird, bevor der nächste geschlossen ist. Ja, dann baue ich das Ganze jetzt mal hier wieder als Kästchen dargezeichnet, ne? Und das ist das Kästchen, wo der Schalter dann später eingebaut wird. Und damit mache ich jetzt erstmal weiter. So, jetzt noch die Polarität prüfen, ob das alles passt, was ich hier zusammengelötet habe. Ja, damit ist die Übergabestelle jetzt hier für diesen Umschalter auch fertig. Der Umschalter wird jetzt hier platziert, dann werden die Kabel abgelenkt, dann kommen hier die Stecker drauf und die kann ich dann hier einstecken. Ja, warum mache ich das eigentlich? Warum führe ich die Kabel nicht direkt in den Schalter rein? Naja, dem Kabel wird jetzt auf Dauer so lange, wie es hier drin ist, nichts passieren, aber bei dem Schalter, weil das mechanisch ist, kann schon mal sein, dass es sich vielleicht irgendwann mal abnutzt. Und dann muss ich den Schalter austauschen und dann wird das hier ein Gefummel. Dann stöpsel ich das lieber ab, nehme den Schalter raus, kann jetzt in Ruhe am Tisch machen, austauschen, bauen, anschließend wieder ein. Das ist der Grund, warum ich hier einen Steckerleiste mache. Gut, dann sind wir jetzt am Ende und dann schauen wir uns nochmal gerade die Funktion an. Noch einen kleinen Hinweis. Am Anfang hatte ich hier mit diesem Umschalter einen Belegtmelder geplant rauszulegen. Macht nicht wirklich Sinn auf einem externen Stückchen Gleis. Deshalb habe ich ein bisschen umgeplant. Und lege hier zwei analoge Möglichkeiten drauf. Das eine ist in der Funktionsstufe A, das ist dann halt analog, bedeutet, ich kann halt mit dem ganz normalen Trafo fahren. Dann gibt es noch hier die Einstellung P, heißt für Pendelbetrieb, heißt, ich lege auf das externe Gleis ganz normal den Pendelanschluss. Und dann gibt es zum Schluss noch die Stellung D. Und die sagt, jetzt hat der externe Anschluss einen digitalen Anschluss. So, und an diese Buchse kann ich jetzt hier ganz normalen DC-Anschluss einstecken. Ja, und an einem anderen Ende von dem DC-Kabel habe ich mir auch eine Buchse dran gemacht und habe hier auch die Möglichkeiten, zum Beispiel mir hier ein Stück vorgefertigtes Gleis anzustöpseln. Das kann ich hier noch beliebig verlängern. Dann habe ich hier ein vernünftiges Testgleis. Oder aber, was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mir noch ein Kabel angefertigt hier mit zwei Bananensteckern und ich kann dann so meine Testanlage anschließen und das probieren wir jetzt mal gemeinsam aus. Gut, dann stelle ich jetzt die Anlage auf Analogbetrieb, ganz normal und Trafo und dann drehe ich hier auf und sehe da, die Kleine läuft. So, dann stelle ich jetzt um auf Pendelbetrieb. Zack, die Hände sind weg. Die schaltet jetzt selbstständig um und fährt permanent jetzt hin und her auf der Anlage. Okay, dann werde ich jetzt die letzte Stellung wechseln, das heißt auf Digitalbetrieb. Tauschen wir gerade die Lok aus und dann gucken wir mal, ob wir die Lok programmieren können. So, die Lok ist gewechselt. Hier habe ich jetzt die Multimaus in der Hand. Und siehe da, die Lok fährt schon mal. Das ist jetzt der normale Digitalbetrieb bzw. über das Programmiergleis. Und wenn ich das jetzt programmieren möchte, die Lok, dann sage ich jetzt einfach mal beispielsweise die Lok auslesen.
Und wir kennen das alle, wenn wir eine digitale Lok auslesen oder programmieren, dann ruckelt die und das kann man jetzt auch genau sehen. Wunderbar. So, hier sagt er mir jetzt den Wert 13, jetzt könnte ich es ja auch programmieren. Also es funktioniert einwandfrei jetzt hier auch diese Testkurve als Programmiergleis zu nutzen. Prima, dann sehen wir uns gleich vor der Kamera wieder. Ja, analoge digitale Servicegleise, toller Name. Ich denke, der Name ist auch sinnig und für das, was dahinter steht, Servicegleise hat die Dinger zwar noch keiner genannt, aber ist auch wurscht. Von daher bin ich da sehr zufrieden mit der Lösung, dass es so einfach funktioniert, dass ich hier nichts umbauen muss, die Loks einfach draufstellen kann, direkt dann testen, in Betrieb nehmen und programmieren kann. Also mir ist da wunderbar mit geholfen und für Eventualitäten, dass ich vielleicht doch längere Strecken brauche, die hier die Anlage dann nicht bieten wird, habe ich immer noch die Möglichkeit, auch über externe Gleise das Ganze dann mal zu praktizieren. Ja, so viel, so weit, so gut. Was kommt als nächstes? Als nächstes geht es weiter im Schattenbahnhof. Es gibt noch einen weiteren Bauabschnitt. Und zwar habe ich ja noch Wendezüge. Und die Wendezüge wollen auch abgestellt werden. Das heißt, der nächste Film handelt dann vom Aufbau der Abstellung für die Wendezüge. So, ihr Lieben, das war's wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.